Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Spieletal. Wir haben heute netterweise den Chris von Better Board Games zu Gast. Wir waren eben zusammen auf den Ratinger Spieletagen, beziehungsweise haben uns da gesehen. Und ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden und wollen mal so ein bisschen über die Brettspiel-YouTube-Szene quatschen. Und wir sind ja beide jetzt neu im Geschäft und was das so für Herausforderungen mit sich bringt. Da wollen wir mal drüber sprechen. Ja, gerne. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. So, ja, ich wurde hier ins Tal entführt und unnötigerweise hat er deinen Partner gar nicht vorgestellt, ne? Nee, das kann ich mal selbst tun, genau. Ich bin der Linus. Die kennen doch alle. Den kennen wahrscheinlich die meisten, die es auf unserem Kanal dann sehen, auch genau, also mich. Und ja, ich wurde jetzt gebeten, mich kurz mal dazu zu setzen, weil ich eben auch Teil des Spieletals bin, genau. Ja, auf geht's. Ja, genau. Wir hatten vorher überlegt, worüber wir reden können. Und da haben wir uns selber gefragt, braucht die Brettspielszene überhaupt noch weitere YouTube-Kanäle? Ja, wir sind ja auch gerade erst kurz dabei und vor allem ihr noch jünger als ich, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann habt ihr gestartet? Anderthalb Monate. Ja, das ist sehr jung. Ich glaube, bei mir war es Oktober oder so letzten Jahres. Okay. Also auch gerade knapp ein halbes Jahr. Und da habe ich mich damals auch schon gefragt, warum sollte man den Quatsch machen? Was war eure Beweggründe? Also bei mir war es tatsächlich also auch verrückt irgendwie, weil das sehr, sehr spontan war. Und ich habe halt irgendwie mir gedacht, so, Brettspiel ist so ein besonderes Hobby von mir, ne? Und also das habe ich auch so noch nie gehabt. Also ich hatte schon viele Hobbys, aber Brettspielen ist halt immer mehr so mir ans Herz gewachsen. Und ich finde, Brettspielen macht halt so viel im sozialen Miteinander irgendwie aus und kann so viele Menschen irgendwie zusammenführen. Und ja, ich hatte einfach so, es hat sich immer mehr so entwickelt, dass ich immer mehr so eine Begeisterung da in mir entfacht hat und das musste einfach raus. Ne? Diese Begeisterung musste einfach irgendwie raus. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich denn da machen? Und ich bin halt dann eigentlich bei der Idee YouTube-Kanal hängen geblieben. Und eigentlich bin ich jetzt auch nicht derjenige, der sich vor eine Kamera setzt oder so. Und ich finde jetzt auch nicht, dass ich der beste Redner bin. Aber diskreditiere dich erstmal ein bisschen so, bevor es losgeht. Ja, nee, bin ich ganz ehrlich. Ja, trotzdem möchte ich halt meine Begeisterung und davon habe ich halt viel meinen Zuschauern irgendwie rüberbringen. Also was für die Szene tun, ne? Ja. Also bei mir war es vielleicht kurz, dann grätsche ich da direkt rein. Ich hatte die Idee eigentlich auch noch gar nicht, hier so einen Brettspielkanal zu machen. Also die kam von Max. Und ich bin dann so irgendwie dazugekommen. Ich glaube, du hast mich eigentlich so ein bisschen gesagt, lass uns mal zusammen machen, das ist irgendwie cooler und so. Das soll kein Ein-Personen-, kein Ein-Mann-One-Man-Show werden, so. Und ja, ich musste ein bisschen überzeugt werden. Also ich hatte auch schon länger so ein bisschen mal die Idee, mal irgendwo mitzumachen, weil ich eben auch schon seit Jahren Brettspiel zocke und so. Und ja, dann wurde ich so ein bisschen überzeugt von Max und dann hat das erste Video, das war, glaube ich, unsere Top 10, ne, der Anfang davon. Das hat direkt so Bock gemacht, ja, und jetzt sitze ich immer noch hier, genau, und ja, will nicht mehr weggehen, ja, genau. Top-Videos klappen immer, ja. Auf jeden Fall eine gute Idee, damit zu starten. Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt gehört, dass so in dem ersten YouTube-Monat gepusht wird. Also, das weiß ich nicht, weil mein Kanal, das war eigentlich eine Wiedergeburt. Ja. Also, ich habe vor 3 Jahren oder so, 2016 habe ich mal nachgeguckt, gab es den schon. Ich hatte damals Star Wars Destiny gespielt. Das war dieses von FFG, das Star Wars Karten-Würfelspiel-Ding. Ne? Ja. Das fand ich ganz interessant, weil in meiner ganzen Jugend war ich immer totaler Card-Gamer. Ich hing in meinem Bonner Comicladen rum, statt in der Schule. War nicht so gut. Und, aber es ist ja trotzdem was aus dir geworden. Ja, und alle paar Jahre werde ich. Wie bei uns eigentlich. Und alle paar Jahre werde ich wieder von so einem scheiß FFG-Spiel angefixt. Ne? Dann haben sie mich wieder. Und das war halt damals dann wieder Star Wars Destiny, weil ich auch totaler Star Wars-Nerd bin. Mhm. Okay, dann dachte ich mir, das mal was Neues. So, und dann habe ich das so ein bisschen wieder total eskalierend mäßig gezockt. Also ne, so 6 Displays geholt und alles rausgezockt da. Ja. Und dann dachte ich mir, ja komm, dann machst du auch ein bisschen YouTube dazu. Da hatte ich aber noch nicht so fett mit Kamera und mich davor setzen, sondern das waren echt so Meta-Sachen, also Strategie-Guides, Kartendiskussionen, ne, einfach so Ranking von wie viel Karten wert sind. So. Das war halt die völlig so unterm Radar. Ne? Da hatte ich so gerade mal die 100 Abonnenten zusammen, weil totales Nischenthema. So, wie das dann bei mir aber immer so ist, ist das Thema dann total schnell wieder durch, ne? Weil das eskaliert man dann total und dann ist mir wieder total langweilig damit. Und dann schlief der Kanal halt, ne? Deswegen, also das waren eigentlich meine ersten Berührungen damit.
Und darf ich kurz fragen? Ja. Gab es da schon Feedback von den Zuschauern, dass sie gesagt haben, leg's doch mal wieder auf? Oder also? Das nicht. Also das Feedback damals war schon ganz cool, ne? Weil die dachten, ja, es gab keinen Deutschen, der sich damit beschäftigt hat. Es gab ein paar vereinzelt welche auf amerikanischen Kanälen oder so. Das hat mir aber schon ganz gut gefallen, aber wenn das Thema halt keinen Bock mehr gemacht hat. Ne? Ja klar, wenn du selbst durch bist mit dem... Ja. Okay. Dann hatte ich ja keine Lust mehr zu. Ne? Da war ich aber in dem Brettspielthema noch gar nicht so weit drin. Das stieg erst später dann ein. Mhm. Da kam irgendwo so ein Arbeitskollege bei uns ins Team, der aus einer anderen Firma das, die Seuche jetzt quasi mitgebracht hat. Mhm. Bei denen war das nämlich schon viel verbreiteter. Und er meinte dann, ey, wir müssen unbedingt Battlestar Galactica zocken. Das ist das weltbeste Spiel. Ne? Und ich so, ja gut, dann habe ich mir das gekauft. Ne? Und das Problem ist, wenn du das einmal bei Amazon kaufst, dann kriegst du ja 1000 Vorschläge. Ne? Oh ja. Dann wurde mir ja. X-Wing zuhauf angeboten. Dann bin ich erstmal ein Jahr lang in X-Wing versunken. Das ist dieses Tabletop-Game. Ne? Mhm. So, davon hatte ich mich dann auch nach einem Jahr befreit. Und dann ging es aber so richtig, dann hat man es dann endlich mal geschafft, diese Battlestar Galactica-Runde zu machen. Ja, und dann war es um mich geschehen. Mhm. So, und dann aber erst ein paar Jahre später dann so, okay, hatte immer schon die Idee, wie wäre es denn YouTube-Kanal? Mhm. Ich sag, nie im Leben. So viel scheiße Aufwand. Da kommst du ja nicht zum Zocken. Ne? Du bist ja ständig nur Videos am Machen. Aber dann habe ich Ende letzten Jahres so Bock bekommen halt auf Videografie, das Thema. Ne? Mhm. Also mir eine ordentliche Kamera angeschafft und rumexperimentiert. Ich glaube vor allem, weil ich letztes Jahr geheiratet habe und ich enttäuscht war irgendwie von dem Hochzeitsvideo. Okay. Das wurde halt so amateurhaft mit Camcordern von irgendwelchen Verwandten aufgenommen. Aber die gucken alle nicht mit. Ja, ich hoffe niemals. Und dachte hier, boah, was eine Scheiße, so ein dreckiges, also so ein, ich habe das noch retten können. Ich habe mich dann mit Videoschnitt beschäftigt und da noch das Beste draus gemacht. Meine Frau war schon völlig verzweifelt und dachte, boah, was ein Scheiß. Dann habe ich dann was ganz Gutes daraus retten können. Und dann war ich aber irgendwie angefixt. Dachte ich so, boah, wie würdest du das denn selber viel besser machen? Und dann habe ich mich ja unglaublich viel... Einmal ganz kurz an dieser Stelle. Wir erwarten auch noch ein Hochzeitsvideo. Und derjenige, der das gemacht hat, guckt, glaube ich, zu. Also nicht mir beiden, nur der Aufklärung. So, und dann war ich halt so angefixt von dem Thema und dann will man das ja auch irgendwie ausprobieren, ne? Und dann heiraten jetzt nicht so häufig Leute, wo man dann hingeht, ich mache jetzt Hochzeitsvideos, das hatte ich ja auch nicht vor. So, und ich hatte schon immer so Ideen, was könnte man YouTube-Kanal-mäßig machen, weil ich habe irgendwie ziemlich viele Videos immer geguckt über Brettspiele und es war aber immer so, ich dachte mir, boah, Leute, ihr redet mir zu lang, ihr kommt nie auf den Punkt und ein bisschen mehr Mühe könnte man sich auch geben, ne? Das war alles so sehr viel Einheitsbrei. Und dann hatte ich schon irgendwie so das Kribbeln in den Fingern, da mal auszuprobieren, was denn da geht. Ne? Einfach auch deswegen, bei meinem ersten Video habe ich schon irgendwann schon mal erzählt, ich habe da so unglaublich viel Zeit reingesteckt, weil ich einfach nur wissen wollte, wie gut kriegt man es denn hin. Ne? Mhm. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt reicht jetzt auch, weil dann so nach 80 Stunden oder so, da hast du ja dann auch keinen Bock mehr. Ne? So toll kann ein Video nicht werden, wo man über Regeln redet. Das habe ich dann rausgehauen und dann ist man gefangen. Dann war es das. Ja. Kommen direkt ein paar positive Kommentare. So, ne? Alle fanden es cool, direkt nach dem ersten Video beim Spielleiter in den News gewesen. Der meinte, er hat erst ein Video, aber das ist so cool, guckt euch das alle an. Und dann ging es halt ab. Ne? Alle, cool, cool, cool. Und dann stehst du da, ja scheiße, macht ja irgendwie Bock. Feedback ist cool, nach dem Video ist vor dem Video. Ne? Und dann musst du halt irgendwie eine kleine Sucht machst du weiter halt. Ne? Aber für diejenigen, die jetzt da vielleicht selber irgendwie überlegen, man muss natürlich dazu sagen, also ich habe mich jetzt auch schon viel mit dem Thema auseinandergesetzt, auch gerade weil ich ja jetzt selber angefangen habe. Das ist natürlich schon besonders bei dir, ne? Auch also, gerade weil du halt so viel da reinlegst und, ne? Also es ist ja ein verdienter Lohn, muss man sagen, ne? Also da kommen wir, glaube ich, zur zentralen Frage heute. Braucht es weitere YouTube-Kanäle? Ja. So, da glaube ich, mehr schadet nicht. Was ich aber wichtig finde, ist, wenn man einen neuen Kanal startet, du musst halt irgendwas haben, den USP, irgendwas, wovon du dich von den anderen abhebst. Ne? Ja. Also, wieso sollten nicht Leute gucken, wenn genau den gleichen Kram andere auch schon tun? Genau, ne? Es stimmt auf jeden Fall. Dazu muss ich aber direkt sagen, ich meine, wenn man selber irgendwie die Begeisterung hat, ne? Dann muss man es natürlich machen. Ne? Ob es dann ankommt oder nicht. Ne? Das ist immer die Frage. Ne? Ja. Ist man, wenn man es eh aus Spaß macht, also so, ne, ich habe da Bock. Bei mir war das dann auch so, warum habe ich es dann getan? So spontan, ich war ja kein Zwang oder so. Das ist einfach nur, in dem Moment hatte ich einfach mega Bock drauf. Ne? So wie wir jetzt im Grunde. Ist ja immer noch für alle von uns ein Spaßprojekt. Ja, also. Ich hatte einfach Bock drauf. Und für manche Leute ist das manchmal so ein bisschen strange. Die fragen dann, ja, aber wie viel Geld machst du denn damit? Und wie viele Abonnenten braucht man? Und irgendwie so. Keine Ahnung, ist mir scheißegal. Musst du mal sagen, bald. Kommt. Ja, ist mir scheißegal. So, ne? Es macht mir einfach Bock und ich tue es, weil es mir Spaß macht. Mhm. Fertig. Punkt.
Ja, also, genau, ich würde dazu sagen, also ob es weitere Kanäle braucht, ja, ich denke auch, mehr schadet nicht, kann sich ja jeder das rauspicken, was so passt. Wobei natürlich ist es schon schwierig, jetzt die Informationsflut ist einfach so groß. Ja. Ich will jetzt ein Review zu Spiel XY gucken. Wo gucke ich es? Ich gucke es ja nicht 12 Mal. Dann, ich denke, jeder hat da so, findet da relativ schnell so seine Favorites und ich denke auch, der Markt ist da irgendwie, ja, man braucht neue Ideen einfach. Also wir haben jetzt ein Projekt vor, du hast ja auch schon diverse Sachen gemacht, wo man einfach sagt, man braucht echt so einen Unique Selling Point. Man muss irgendwie was finden, was die Leute anzieht. Wir haben jetzt zum Beispiel überlegt, weil es halt einfach so viele Rezensionen gibt und du hast ja jetzt deinen eigenen Weg gefunden, Rezensionen zu machen. Ne? Es geht. Einfach mit der, also, ja doch, du hast halt die Qualität. Und die Qualität ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das muss man ganz klar sagen. So, das gibt es einfach in Deutschland nicht. Und es gibt es auch eigentlich in Amerika nicht. Ne? Also gibt es schon ein paar, die geben sich da sehr viel Mühe auch. Ne? Ja. Aber die machen das auch schon länger. Also ich glaube, ich brauche noch viel zu lange für Videos. Okay, ich kenne dann auch nicht so viele in Amerika. Aber die, die ich kenne, finde ich, die, bei denen ist das nicht so krass wie bei dir. Ja, also ich glaube, ich kann dieses Niveau auch nicht auf Dauer halten einfach. Ne? So, was mir immer wichtig ist, ist, ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, die Videos müssen irgendeinen Mehrwert haben. Also ich sehe das, ich habe, glaube ich, so gut wie alle YouTube-Kanäle, die es zu Brettspiele gibt, abonniert. Ne? Einfach nur, um zu gucken, was kommt da so rein. Mhm. Und dann guckt man sich die Videos an, das war mir, ging mir damals so, und dann fragt man sich hinterher, ja, was hatte ich jetzt davon? Ne? Mhm. Also was hat mir das gebracht? 40 Minuten und am Ende waren da für mich 5 Minuten wertvoll drin. Ne? Mhm. Das hat mich immer sehr gestört. Da habe ich gesagt, Leute, das führt jetzt dazu, wenn ich jetzt so ein Video geguckt habe, das 40 Minuten ging, aber mir nichts gebracht hat, das führt dazu, dass ich die weiteren Videos von dem Kanal zum Beispiel dann eher nicht mehr gucke. Ne? Genau, also ein Negativ-Video und man ist ganz schnell raus. So, ne? Also als, so, oder wenn es sich so häuft, du merkst halt, okay, die haben jetzt schon wieder ein Unboxing-Video und du denkst dir nach 10 Minuten, krass, die haben jetzt 10 Minuten rumgealbert und was habe ich jetzt davon gehabt? Da weiß ich, in Zukunft klicke ich die wahrscheinlich eher nicht mehr an. Ne? Ja. Es ist auf jeden Fall so total interessant, dass wir jetzt so zusammensitzen, weil wir, glaube ich, da echt eine unheimlich andere Herangehensweise einfach an die Sache haben. Ich habe halt einfach gedacht damals so, ich starte jetzt, ne? So, ich mache das jetzt, ne? Und ich hatte halt nicht so, du hast ja so aus dem Grund gestartet, weil du gesagt hast so, ich möchte das besser machen als die anderen, ne? Das auf, ist eine, immer, auf eine Art und Weise, ne? Und ist ja total gut, das so zu machen. Und ich habe einfach gedacht, ich mache es jetzt einfach. Ne? Und jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht den Anspruch, so, ich muss jetzt das besser machen oder so, sondern einfach meine Begeisterung, die ich dafür habe, irgendwie auch rausbringen. Ne? Das denke ich auch. Also wir hatten zum Beispiel früher schon öfter halt die amerikanischen YouTube-Kanäle und so geguckt. Und die sind oft auch schon ganz gut. Also ich denke, dass so auf deinem Level gibt es da schon welche. Also du machst das ja auch richtig professionell, aber die machen das dann teilweise ja wirklich auch beruflich. Mhm. Und ich denke auch, wir wollten nie mit denen in Konkurrenz treten. So, also es gibt ja auch viele in Deutschland, die tatsächlich auch das Englisch irgendwie mächtig sind und viel auf Englisch auch gucken. Also man steht automatisch ein bisschen in Konkurrenz zu den ganz Großen auch. Aber die Frage ist, ob man das überhaupt... Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man das tut, man sollte sich auf keinen Fall vergleichen. Also es ist scheißegal, was die anderen machen. Also was ich eben noch anmerken wollte, ist, was ich richtig gut finde, gerade wenn viele neue Sachen, also neue YouTuber kommen, ist, dass die so viele neue Formatideen reinbringen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren ist es auch total eingeschlafen gewesen. Ne? Mhm. Alle machen den gleichen Kram. Irgendwann hatte dann plötzlich die Idee, dieses Gespielformat, ich berichte, was ich gezockt habe, springen alle auf. So, das war dann so das letzte Innovative noch. Ne? Aber wenn du jetzt auch guckst, hier Boardgame Digger, was ihr euch jetzt überlegt habt, ich mache manchmal auch ein paar andere Formate einfach. Mhm. Das ist so erfrischend, auch mal irgendwie was anderes zu sehen, als immer nur den gleichen Kram, den die Leute gemacht haben. Da kommt viel Drive rein. Das ist ein richtiger Mehrwert für mich. Ja. Und vor allen Dingen wird es moderner. Ne? Mhm. Es wird moderner dadurch auch. Ne? Auch viel mehr, glaube ich, in Richtung Unterhaltung. Ne? Ja. Also vorher war es ja so, das war dann so rein Rezension. Ne? Genau, es ging um die Informationspflicht quasi sozusagen. So, wollte das, so, das ist wie aus dem Buchmarkt oder so. Okay, dieses Spiel finde ich gut, finde ich schlecht, weil A, B, C, blum, fertig. Würde ich sagen, ja, nein. Ne? So, das war, glaube ich, so 80% der YouTube-Videos über Brettspiele in der Vergangenheit. So ganz viel, ja. So, und was ich jetzt in letzter Zeit sehe, ist einfach, dass sich da einfach viel mehr Gedanken gemacht wird, wie man dieses Thema besser unterhalten kann einfach, ne? Dass es nicht so dröge irgendwie rüberkommt. Aber das passt eigentlich total auch zu der Brettspielentwicklung generell, ja, ne? Weil die ist ja auch jetzt mehr sexy, so, ne? Kann man ja sagen, ne? Also auf jeden Fall gesellschaftsfähiger. Ja. Ne? Das ist so krass, wenn ich...
nur mitbekomme, also meine Frau ist ja Rechtsanwältin, das ist so das nicht die Zielgruppe, aber die meinte auch, auf der Arbeit, ja, die Kollegen, die haben alle Spielgruppen und die treffen sich regelmäßig da und so weiter und ich so, okay. Und das sieht man ja auch auf diesen Spieletreffs, ne? Auch auf den privaten oder jetzt Ratinger Spieletage, da sitzen halt Leute zusammen, die würdest du sonst im Leben niemals zusammen spielen oder irgendwas machen sehen, ne? Einfach. Das finde ich so, diese Barriere gibt es da einfach nicht. Da sitzen ein Professor mit sonst wem zusammen irgendwie, ne? Also ich arbeite an der Uni, um den Übergang zu schlagen, so. Wenn ich da irgendwie im Arbeitskontext oder so von Brettspielen erzähle und dann weiß ja auch erstmal nicht, ob die Leute einen Zugang dazu haben. Also ich habe noch fast nie jemanden erlebt, der sagt, boah, nee, Brettspiele finde ich doof, ich nichts mit zu tun haben. Erstmal, gut, manche kennen nur Monopoly oder so, aber trotzdem, jeder sagt, ich finde es mega cool, ja, geil, erzähl mal. Und lass einen Spielerabend machen, ja, geil. Die alle haben Bock auf einen Spielerabend, ne? Ja, also er hat mittlerweile jeden Tag 3 Anfragen für, komm, lass mal einen Spielerabend machen. Ja. Aus den meisten wird dann realistisch eh nichts, aber so, ja. Ganz krass. Das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, ne? Für wie viel Zeit hat man? Ja, also oder wie verändert, wenn man so einen YouTube-Kanal betreibt, eigentlich das Hobby an sich, ne? Also ich muss sagen, ich glaube, zum einen habe ich das auch gestartet so ein bisschen, weil ich noch mehr zocken wollte, glaube ich. Okay. Weil ich merke schon, dass man einfach sich viel mehr vernetzt, also viel mehr Leute kennenlernt, die auch Bock aufs Thema haben und mit denen zockt. Aber sich natürlich auch Leute melden, ne? Also so viele, wie ich in meinem Umkreis jetzt gefunden habe, die Lust haben und regelmäßig sich dann treffen, bei mir vorbeikommen, ich vorbeischaue oder wie, das war vorher unmöglich, die irgendwie zu erreichen, ne? Meinst du denn, deine Netto-Spielzeit ist gestiegen? Ja. Ja, doch, okay. Ja, das ist auf jeden Fall einfach nur, weil es mehr Möglichkeiten gibt. Nicht, weil ich mehr Zeit habe, sondern einfach, weil ich mehr Leute gefunden habe, die öfters Zeit haben einfach und Bock drauf haben. Krass. So, das war also bei uns nie so das Thema, ne? Wir hatten immer Leute und es ist eher wird sogar weniger. Ja, bei uns ist es richtig krass wenig geworden in letzter Zeit tatsächlich. Was natürlich auch mit unserer Tochter zu tun hat, ne? Also Kind und YouTube-Kanal, kleines Kind und YouTube-Kanal kann ich euch nicht empfehlen. Also echt, das ist der absolute Killer. Fürs eigentliche Brettspielen, ne? Also man kann dazu auch noch sagen, ich hatte den YouTube-Kanal auch dazu gemacht, eigentlich um noch mit Leuten in Kontakt zu kommen. Ich hatte damals mal den Boardgame Digga, war ich auch schon mal zu Besuch und fand das einfach total klasse, so diesen Kontakt herzustellen, ne? Und jetzt dadurch, dass man einfach einen eigenen YouTube-Kanal hat, kommt man natürlich einfach mega leicht dann in diesen Kontakt dahin, ne? Und dann wird mir dann auch zugewunken, ne? Und das ist ja auch krass, ich weiß nicht, wie das bei dir heute war, bei den Spieletagen, aber mich hat dann auch jemand angesprochen, ne? Irgendwie gesagt, ja, ne, wir haben dich jetzt irgendwie bei YouTube gesehen, das ist natürlich auch voll surreal, ne? Bei den ersten Malen. Ja, also wir haben mega wenig Zeit in letzter Zeit und das ist echt schade und das muss sich wieder ändern bei uns. Und das, weil dieses Video machen ist ja, nimmt halt nun mal auch von der reinen Spielzeit auch wieder einen Teil ein irgendwie. Also. Ja, also das kostet schon sehr, sehr viel Zeit. Also bei mir ist eher das Problem, dass ich noch zu viel Material auf der Platte habe, was ich gerne irgendwie zeigen würde, aber man nicht hinterherkommt. Ne? Genau, wir auch immer mehr neue Sachen und denken sich, ja, das stellen wir mal vor und dann. Ja. Das Problem ist halt auch, dass man ja, man möchte ja gerne viele Zuschauer erreichen. Ne? Also das ist bei mir ja auch so. Ne? Und so bei dir ja auch. Du machst ja auch sehr aktuelle Sachen gerne, um dann halt auch viele zu erreichen. Und dann ist man natürlich auch immer unter Druck gesetzt direkt, ne? Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Ja. Also, ich weiß noch, also am Anfang ein bisschen schwierig, ne? Also die ersten Züge war, du setzt dich alleine vor eine Kamera, drückst auf den Record-Button und dann sitzt du da und guckst die Kamera an, ne? Also bei dem ersten Mal, wenn du da alleine sitzt, ist der Horror, dann kommt auf einmal ein Druck in dir hoch, wo du gar nicht weißt, wie fange ich an? Und dann stammelst du deine ersten Sachen zusammen und denkst dir, ey, wie soll das jemals was werden? Ne? Das ist so krass. Mittlerweile ist das alles kein Thema, das ist alles Übung. Aber ja, der Druck, dann so am Anfang auch dieses, okay, ein Video ist raus. Also du hast ein Video, du bist dran, denkst dir, boah, du musst das Video fertig kriegen, danach ist cool, ne? Weil dann ist es ja raus, alles cool. Stellst das Video online, einen Tag später denkst du, scheiße, jetzt musst du ja das nächste Video machen. Ne? Einfach dieses, so ein Tonus von einem Video die Woche, das ist ja so ganz gesund, das mag YouTube ja gerne, ne? Und dann sitzt du da schon und denkst du, scheiße. Und wo ich mich am Anfang bekloppt gemacht habe, ist, aber was völlig bescheuert ist, nur man denkt, da sitzen jetzt, du hast jetzt 1000 Abonnenten, sage ich mal, und dann denkst du auf einmal, ja, die sitzen da alle und die sind enttäuscht, wenn du kein neues Video machst. Ne?
Zum Glück ist das nicht so, ne? Also die sitzen da nicht und warten, wann macht der ein Video, und wenn der kein neues Video macht, dann deabonniere ich den. Also so ist es nicht. Aber trotzdem war es am Anfang so, du denkst so, scheiße, du musst jetzt Videos machen, weil sonst vielleicht hauen die alle ab oder sonst kommen keine neuen. Ne? Ja. Also da hast du dich am Anfang erstmal total kirre gemacht, aber zum Glück irgendwann, ich sag's, egal. Also darum geht's ja auch nicht, ne? Man hat Bock auf das Thema, man findet Leute, mit denen man zocken kann, und man sitzt plötzlich bei völlig anderen Leuten in Wuppertal. Total komischen Leuten in Wuppertal. Ja, also du hast ja schon mehr Erfahrung als wir jetzt, was YouTube angeht. Also wie ihr gerade an meiner Vorstellung gemerkt habt, der Druck ist noch nicht ganz weg. Aber es wird immer besser, genau. Und wir haben natürlich auch einfach den Benefit, dass man sich hier gegenseitig mal aus der Patsche helfen kann. Ne? Ja. Einer erklärt was und man merkt, okay, der hat gerade einen Vollhänger. Ich grätsch mal rein und aus. So, da ist natürlich für dich echt noch Härter. Dialoge sind viel einfacher. Definitiv. Und das ist aber auch noch ein Punkt, wo man echt nicht müde werden kann, den zu erwähnen, weil das war auch für mich einfach am Anfang ganz klar ein Punkt, so dass ich gesagt habe, ich möchte das auf jeden Fall nicht alleine machen. Ich möchte das nicht alleine machen. Ich möchte da im Dialog sein. Ich möchte, also wir haben uns ja auch Spieletal genannt, weil, also das sollte ja so auch ein bisschen die Brettspielszene in Wuppertal irgendwie vielleicht ansprechen, ne? Die es fast gar nicht gibt. Ne? Und dadurch vielleicht auch so eine Community in Wuppertal aufbauen. Ne? Das ist mega spannend, weil wir haben ja ein Brettspielcafé in Bonn, da war ich jetzt aber nie so involviert. Und das Problem, die sind cool, die Dinger, aber wenn du halt da hingehst, dann ist es so, ja, dann isst du da was, dann trinkst du da was und dann bist du so jeden Abend mindestens 15 Euro erstmal los. Ne? Ja. So, wenn du es jede Woche ein paar Mal machst, dann ist in einem Monat schon mal so ein schönes Spiel weg, ne? So, das ist nett, um da hinzugehen. Es ist dann auch nicht so, dass man dann irgendwie sagt, man lädt voll fremde Leute zu dir ein zum Zocken. Das ist zum Glück, meistens sind die immer alle sehr cool, ne? Aber trotzdem, das passt halt ganz gut. Das ist schon mal cool. Aber trotzdem gibt es bei uns in der Gegend irgendwie total wenige Spieltreffs. Also ich kenne zumindest keine, ne? Wir hatten auch mal überlegt, einen aufzumachen. Also vorher ist schon eine Idee, die ist schon ewig her und schon wieder vergessen. Genau das. Jetzt haben sich halt so viele Leute gemeldet, wie ich halt meinte, die bei mir in der Gegend wohnen, die ich vorher gar nicht kannte. Mhm. Und ich jetzt schon überlege, das kriegst du gar nicht unter einen Hut. Also überlege ich gerade, versuche ich mal zumindest einmal im Monat irgendwie so eine Friday Game Night zu machen. Guck, dass ich irgendeine Location habe und wer kommt, der kommt, wer nicht, der nicht. Und ja, treffen uns alle zum Zocken halt, ne? Weil ohne, dass man konsumieren muss und... Ja, oder auch ohne, dass man da irgendwie zig Leute irgendwie jonglieren und organisieren muss, ne? Und dann sich auch andere wieder treffen und so weiter. Kannst du auch mal aussetzen und dann treffen die sich alleine, ne? Genau. So, das Schwierigste ist halt immer so eine Location, ne? Besten ist, wenn man irgendeine Gemeinde hat, zu der man einen guten Draht hat, wie das irgendwie zu organisieren geht. Mhm. Ja, also wer Tipps hat für Bonn, irgendwie Location, die man da kriegen könnte, ist echt dankbar. Ja, gut, ich wollte jetzt mal kurz auf etwas eingehen, was du gesagt hast, und zwar, dass wenn du mehr Geld da irgendwie jetzt ausgibst für Trinken und so als ein Brettspiel, das ist so eine geile Rechnung, ne? Weil man rechnet ja auch einfach so, ja komm, dafür hätte ich jetzt irgendwie dreimal, oder wenn ich jetzt ins Kino gegangen wäre, hätte ich jetzt auch das Geld ausgegeben für ein Brettspiel, und das habe ich immer in meinem Schrank stehen einfach, ne? Das ist so eine geile Rechnung. Also ich mache die Rechnung ja auch, aber... Also ich rechne nicht mehr in D-Mark um, ne? Aber so in Kino. Zu Brettspielen, ja. Wie viele Urlaube stehen jetzt hier, ja. So, wir sind jetzt so ein bisschen vom Thema abgewichen, ne? Aber nochmal zur Kernfrage. Also brauchen wir Kanäle? Können wir kurz mal so ein Fazit ziehen? Also ich glaube ja, weil es bereichert das Ding ungemein mit neuen Formaten. Und ich glaube, jeder, der Bock hat, sollte es auch einfach tun. Also ich habe es getan, weil ich Bock drauf hatte, und es macht mir immer noch Bock. Wenn es mir irgendwann keinen Bock mehr macht, dann stelle ich das hoffentlich fest und dann wird es halt weniger, oder ich lasse es sein oder pausiere es oder so. Mhm. Deswegen, also warum nicht, ne? Genau, also ich meine, ist ja ein bisschen sowas, wie wenn man sich selbstständig macht oder so. Nur natürlich ohne jetzt irgendwie finanzielle Ambitionen oder so. Aber da ist ja auch immer ein ganz großer Druck, man braucht die Killer-Idee so, ne? Man braucht die beste Idee aller Zeiten, sonst setzt sich das nicht durch. Und ja, nee, also ich würde auch dafür plädieren, also neue Kanäle schaden nicht. Und man muss auch nicht direkt den ultra-perfektionistischen Anspruch haben, so einfach mal loslegen und ja, einfach mal den Record-Button drücken und... Das ist die größte Herausforderung, also... Genau. Man muss den Mumm haben, einfach Rekord zu drücken und loszulegen. Also das ist ja auch so die Empfehlung für jeden, der starten will, ne? Mach Videos. So. Genau. Und so wirst du besser. Ja. Man muss auch nicht alles hochladen, man kann ja einfach mal für sich auch was machen. Aber oder schlummert einiges auf der Platte. Also ich muss sagen, dass bei mir tatsächlich das Feuer so richtig entbrannt ist. Ne? Und ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte das ja eben schon mal kurz erwähnt,
dass ich ja, mit meiner Tochter so, ne, das ist schon schwierig, ne? Ihr solltet schon auch wissen, so wie ihr, also wie ihr Kraft dafür auch habt und so. Und wenn ihr die Kraft habt, dann probiert es einfach aus. Und also neue Ideen können wir in der Brettspiel-YouTube-Szene auf jeden Fall gebrauchen. Und wenn man viele, viele YouTube-Kanäle hat über Brettspiele, dann kommt natürlich auch mehr dabei rum. Hattest du, als du gestartet hast, irgendwie so ein Ziel gehabt, wo du sagst, boah, das finde ich cool? Ja, ich hatte das Ziel, dass ich einfach mit Leuten in Kontakt komme, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und man hat ja auf jeden Fall schon so den Gedanken, ich möchte auch gut ankommen. Mhm. Ne? Ich möchte gut ankommen. Also ja, ein Stück jeder, Selbstverwirklichung. Ja, ja, also jeder, der einen Kanal hat, das ist immer fürs eigene Ego. Ne? Eigen also Ego, volle Kanne. Da lebt man so ein bisschen Narzissmus aus. Das ist einfach, das tut jeder, der das tut, der sich vor eine Kamera setzt und darauf hofft, dass irgendwie Leute das cool finden. Das braucht man nicht beschönigen. Und das ist fürs Ego. Und das ist gut, wenn man damit ehrlich zu sich selbst sein kann, ne, und das so reflektieren kann. Ne? Das sollte man auf jeden Fall auch irgendwie können, weil sonst entwickelt man sich in eine Richtung, die nicht gut ist für einen, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ja, genau. Und das ist natürlich auch irgendwie das, was einen antreibt. Ne? Wenn jetzt keine Zuschauer auf meinen Kanal kommen würden, dann hätte ich auch die Sache wahrscheinlich wieder aufgehört. Ne? So an den Tagen, wo ich keinen Abonnenten dazu bekomme, dann denke ich mir auch so, boah, Kacke. Wie hast du dich bei deinen ersten Downvotes gefühlt, Daumen runter? Also ich hatte ja ein Video, ne, das kann man, das hast du zum Glück wahrscheinlich nicht gesehen. Das war ein Video, das war Let's Play Llama, ne? Und das war 25 Minuten lang. Wollt sie jemanden quälen? Und das hat halt echt viele Downvotes bekommen und ich habe mir auch, also dann waren die Kommentare natürlich auch dementsprechend. Ja, und dann hat man sich natürlich schon irgendwie kacke gefühlt und gedacht, so, ja, komm, ey, ne? Aber ich habe einfach das nächste Video gemacht und das kam halt dann wieder besser an, ne? So muss es sein. Also ganz am Anfang habe ich mich auch geärgert. Ich denke so, hä? Du investierst da unglaublich viel Zeit, zum Beispiel ein Regelvideo, und dann gibt es Downvotes und denkst, ja, Leute, wenn euch das Thema nicht interessiert, also dann guckt es nicht und lasst es sein, ne? Mhm. Aber jemand, der jetzt die Regeln dafür haben will, was soll man dann noch besser tun, ne? Genau. Und also in dem Lama-Fall war es ja sogar nachvollziehbar, ne? Die Downvotes gewissermaßen. Ja, genau, das war das Wichtige, ne? Ich konnte ich halt sag immer, nachvollziehen. Mach Downvotes auf jeden Fall, weil dann kann man sich dran notieren, aber was viel wichtiger ist, schreibt es in die Kommentare konstruktiv, was euch vielleicht besser gefallen würde, weil sonst kann es nicht besser werden. Ne? Ja, man muss halt auch einfach damit zurechtkommen, dass einfach manche das Gesicht von einem nicht mögen, ne? Klar. Ja, die haben selber nicht den Mumm, irgendwas zu tun und sich zu zeigen, und dann ja, lassen sie ihren Frust da ab. Ja. Aber es gibt ja auch untereinander immer die Diskussion von wegen Downvotes, so gefällt dir das und das und so. Also ganz gerade bei Max' ersten Videos so, war halt auch viel im Freundeskreis, so sagt mal, gefällt euch das wirklich und so. Mhm. Und dann ist natürlich, muss man schon dann auch untereinander echt ehrlich sein, sozusagen, nee, das Video würde ich jetzt nicht unbedingt hochladen oder nochmal was machen. Oder ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da so direktes Feedback nochmal abholt immer. Was sind denn deine Ziele? Also ich habe nicht wirklich welche gehabt. Wie gesagt, ne, ich dachte immer, auch ein Kanal wäre eigentlich ganz nett. Und ich hatte so ein paar Formatideen. Und hauptsächlich dann mehr zocken zu können. Ne? Mhm. Und vor allem vernetzen. Also das war mir eigentlich das Wichtigste. Deswegen halt auch so Formate wie mein Spiel des Monats, was auf anderen Kanälen oder auf viel Llama läuft. Das hat am Anfang Abonnenten gebracht, klar, keine Frage. Aber ja, die sind halt auch schon ein bisschen älter und die Klicks sind jetzt auch nicht viel mehr als bei mir. Mhm. Aber das war mir halt wichtig, dass es ein Community-Format ist. Ne? So. Und ich überlege auch, wie das auch mit dem Format weitergeht oder mit dem Kanal und so weiter. Aber was mir immer wichtig war, vernetzen. So, das klappt erfolgreich. Das ist Ziel erreicht gut. Quasi. So, das Ziel ist erreicht. Ne? Und was willst du mehr? So, das finde ich schon mal ziemlich cool. Mhm. So, wenn da mehr Abonnenten sind, finde ich auch nicht schlecht. Aber ich sage immer, Abonnenten sind mir eigentlich egal. Was mir wichtig wäre, ist, dass sich Leute wirklich die Videos angucken. Mhm. Also, dass die ankommen. Mhm. Also, wie viele Kanäle haben wir, die zigtausend Abonnenten haben, aber kein Schwein die Videos gucken? Ja, da bin ich auch richtig froh. Das ist für mich das Wichtigste, dass die hoffentlich die Videos immer mehr geklickt werden, als ich Abonnenten habe, weil ungefähr 60-70% sind halt keine Abonnenten, die deine Videos gucken. Wenn man sich in Analytics das anguckt, es ist halt einfach so dieses, sagen wir mal,
hier Fußgängerpublikum, ne? Wie nennt man das bei den Restaurants, wenn die vorbeilaufen, ja. So das Schaufensterpublikum, ja, so, genau. Ne? Die halt einfach bei dir auf den Videos laden, sich die angucken, aber kein Abo dalassen. Ist ja völlig okay. Aber es gibt ja auch unheimlich viele, ne? Das habe ich jetzt in meinem Bekannten- und Freundeskreis gehört, die einfach keinen YouTube-Kanal selber haben und deswegen gar nicht abonnieren können. Ach so, die keinen Account haben. Ja, also, muss ja keinen, genau, ja. Das ist auch so, ne? Ja. Aber aufgrund dessen, was sie gucken, kriegen sie ja auch dann wieder die Vorschläge bei Leuten, die dann eh geguckt haben. Ne? Ja. Ist ja okay. Also ja, habe ich lange Zeit auch gemacht, habe ich kaum abonniert irgendwas. Ne? Deswegen, also solange die Leute glücklich sind mit den Videos, die ich mache und die freuen in den Kommentaren, dass das cool ist und die auch geklickt werden und geguckt werden auch. Ne? Also nicht einfach nur draufgeklickt, sondern auch geguckt. Bin ich da glücklich mit. Deswegen sind mir dann die Abonnentenzahlen egal, solange halt die Videos gut ankommen. Ne? Mhm. Also ich glaube, ich wäre irgendwann traurig, wenn ich jetzt meine 2000 Abonnenten habe, aber nur 200 Leute gucken die Videos. Ja, das stimmt. Dann wüsste ich, dass ich irgendwas falsch mache. Da ist so ein Missverhältnis dann, ja. Das finde ich auch deprimierend teilweise, wenn ich mir Kanäle angucke, bei denen das so ist. Ne? Ja. Ich finde es auch manchmal ein bisschen unverdient dann, ne? Aber ja, so ist es halt. Passiert echt häufig. Bei deinem alten Kanal zum Beispiel, der ist ja dann auch so langsam einfach nicht mehr weitergemacht, weil irgendwie also auch von deiner Seite nicht so Interesse mehr war. Aber es gibt halt viele Kanäle, die dann irgendwann so nur noch existieren quasi, ja, oder genau. Aber ist auch okay, ne? Also wenn du lange Zeit, es gibt ja ein paar Kanäle, die es schon super lange gibt und die haben dann auch zu Recht Abonnenten gesammelt, aber who cares about Abonnenten? Du sollst irgendwie, die Leute sollst interessante Videos machen, die Leute gucken, ne? Ja. So, und es ist völlig okay, wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat und dann das halt weniger tut. Es soll immer ein Spaß dabei bleiben. Wenn du nicht mehr hast, dann tu es nicht. Ja. Das ist okay. Genau, da kann man auch wieder den Bogen spannen, ne? Die alten, die sind ja dann auch vielleicht so ein bisschen am Auslaufen und deswegen braucht es auch neue. Ne? Ja. Kann man nochmal so sagen. Ja. Da springen wir in die Breche. Ja. Ist okay. Genau. Also, solange bis wir keinen mehr haben. Ausgebrannt beim Schneiden. Ja. Vor allen Dingen du. Ja. Also, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Ja. War immer sehr cool. Sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, gleichfalls. Für den Linus gibt es nur ein Dankeschön. Der gehört zum Inventar, der war schon hier. Ja, schön, dass ihr zugeguckt habt und ich denke mal, dass wir vielleicht auch öfter auch mal was zusammen machen, ne? In Zukunft, hoffentlich. Ich wohne hier im 5. Stock in einem Altbau. Ich laufe hier nie wieder hoch. Ja, wir machen jetzt einen Aufzug hier für dich rein. Ja. Treppenlift. Ja, das ist okay. So ein alten Pony-Lift. Also schön, dass ihr dabei wart und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Brettspielen und hoffentlich bis bald. Ciao. Ciao.